Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Design Patterns beschäftigen, genauso wie in den folgenden Videos. Da werden wir eben konkrete Design Patterns durchschauen. Jetzt möchte ich aber erstmal kurz erklären, was ist denn ein Design Pattern im Allgemeinen und wie ist die Historie dazu und warum sollten wir sie eigentlich einsetzen. Das Prinzip, dass wir ein Designmuster einsetzen, kommt eigentlich aus der Architektur. Dort hat nämlich ein Publizierer namens Christopher Alexander in seinen Veröffentlichungen eben von immer wiederkehrenden Mustern im Stadt- und Gebäudebild gesprochen, wenn er eben eine bestimmte Stadt analysiert hat. Und diese unterschiedlichen Muster hat er einfach spezifiziert. Also wir können uns eben Stadt A vorstellen, die, was weiß ich, am Mittelmeer liegt und dann eben durch einen gewissen Baustil geprägt ist. Und er hat dann eben in sehr vielen Häusern ein gewisses Muster wiederentdeckt, das sich eben beispielsweise fundamental unterscheidet zu einer Stadt in Schweden. Und diesen Gedanken haben eben Kent Beck und Ward Cunningham für die Softwareentwicklung aufgegriffen und das ist mittlerweile auch schon 27 Jahre her. 1987 haben sie dazu erstmals auf einer Konferenz gesprochen und sie haben eben gezeigt, dass bei bestimmten Aufgabenstellungen, die wir als Programmierer zu erledigen haben, der Code identisch wiederverwendet werden kann oder zumindest einem gewissen Muster entspricht, dem vielleicht sehr ähnliche Klassen in unterschiedlichen Aufgabenstellungen folgen. Und aus diesem Gedanken, dass man eben zur, wenn man beispielsweise sagt, ich möchte meine Rechnungen inklusive aller dazugehörigen Objekte, also Posten und welche Artikel sind dazu verlinkt und so weiter. Wenn man das eben zum Beispiel speichern möchte, dann kann ich mir eben vorstellen, das ist vielleicht ein ähnlicher Code, mit dem man letztendlich vielleicht Spielberichte beim Fußball und alles, was dazugehört, also welche Partien sind gespielt worden und wie sind die Ergebnisse und so weiter, das letztendlich ähnlicher Code ist, wenn ich diese beiden Objektgraphen, die sich vielleicht ansonsten fundamental unterscheiden, aber trotzdem eben persistieren möchte. Ja, und 1994 kam dann das erste umfangreiche Kompendium zu diesen Design Patterns heraus, heißt dann eben auch Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, von der sogenannten Gang of Four, zu der eben Erich Gammage erzählt, Richard Hellen, Ralph Johnson und John Vlissides. Diese vier, oder das Buch, das diese vier geschrieben haben, hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad in der Softwareentwicklungsszene. Und ich finde das Buch relativ schwer zu lesen und meines Erachtens ist es nicht für einen Anfänger geeignet. Dazu gibt es andere Bücher mittlerweile, die dazu deutlich besser die für Anfänger besser geeignet sind, um jemanden objektorientierte Design Patterns beizubringen. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen ein heiliger Gral in der objektorientierten Programmierszene und deswegen sollte man zumindest mal den Titel Design Patterns gehört haben und den Namen der Gang of Four. So werden diese vier Personen im Üblichen angesprochen. Ja, seitdem sind zwar Design Patterns mehr oder weniger anerkannt, also dass es sie gibt und dass man mit ihnen in bestimmten Situationen eben Software effektiv lösen kann. Nach meiner Wahrnehmung ist es allerdings so, dass ungefähr 50% der Softwareentwickler, würde ich jetzt aus dem Bauch raus sagen, diese Patterns nicht kennen bzw. nicht effektiv einsetzen können. Das ist natürlich
insofern ein bisschen diffizil, als dass eben diese Patterns überhaupt nicht intuitiv sind, genauso wenig wie die Solid Principles, die wir schon besprochen haben. Also ich habe noch niemanden gesehen, der direkt nach Solid programmiert hat, einfach so von sich aus, ohne dass er diese Konzepte vorher gehört hat. Genauso wenig, finde ich, neigt man dazu, direkt bestimmte Patterns anzuwenden, obwohl man sich vorher nie aktiv mit ihnen auseinandergesetzt hat. Die Zahl der Patterns, die existieren, die bleibt auch nicht stehen. Und also man kann eigentlich fast ja sagen, dass wenn eine bestimmte Programmiersprache ein gewisses neues Feature an das Tageslicht bringt, dann kann man sich eigentlich schon fast ausrechnen, dass dazu eben neue Design-Patterns geschaffen werden, die dann eben eine Richtung geben, wie man dieses neue Feature denn effektiv in tatsächlichen Code einsetzen kann und auf was man eben achten muss. Es gibt unzählige Design-Patterns. Ich habe einen Kollegen, der darüber eine Doktorarbeit geschrieben hat, und der hat meines Erachtens, glaube ich, 330 Design-Patterns, die mit Objektorientierung größtenteils zu tun haben, zusammengesammelt und kategorisiert und katalogisiert auch. Und da kommen wir eben schon zu dem Punkt, wie viel muss ich denn jetzt von diesen Design-Patterns kennen? Ich persönlich habe ungefähr, sagen wir mal, 25 bis 30 in meinem Handwerkskasten. Und diese 25 bis 30 sind dann eben die, die man sehr häufig, meines Erachtens, im täglichen Alltag einsetzt. Wir werden auch jetzt hier nicht so viel besprechen. Wir schauen uns einige an, aber ich glaube, es sind sogar unter 10. Aber der Punkt ist eben, man sollte sich ab und zu mal verschiedene Design-Patterns einfach mal angucken und sehen, in welchen Kontexten sie verwendet werden, und dann eben sozusagen seinen Handwerkskasten erweitern, um dann, wenn man auf ein bestimmtes Programmierproblem im Programmieralltag trifft, dann sagen können, okay, hier möchte ich jetzt vielleicht dieses Pattern einsetzen, da brauche ich nicht groß nachdenken, und es erfüllt eigentlich genau das Problem, was ich hier jetzt vor mir habe. Und nachdem ich eben gerade schon von Kategorisierung von Design-Patterns gesprochen habe, Design-Patterns werden eben in größere Kategorien eingeteilt. Wir sehen hier eben jetzt die Kategorie der Creational Patterns. Das sind alles Design-Patterns, die mit dem Erstellen von Objekten zu tun haben. Also wir sehen hier eben Abstract Factory, Builder, Factory Method, Prototype, Singleton, Lazy Instantiation. Das sind jetzt eben mal 6 der Creational Patterns, die eben genutzt werden können, um Objekte zu erstellen. Und manche sind Abwandlungen von anderen. Teilweise unterscheiden sie sich aber fundamental, und Sie können sich auch sicher sein, dass ich hier nicht alle Creational Patterns hier mit aufgezählt habe. Das sind eben bloß die, die mir mal spontan aus dem Bauch raus eingefallen sind. Und wir werden uns eben später verschiedene Design-Patterns anschauen, die eben im Allgemeinen zurzeit in diese Kategorien aufgeteilt sind. Also wir haben hier, wie schon eben gesagt, die Creational Patterns. Wir haben auch Structural, Behavioral, Security, Concurrency, SQL, User Interface, Relational, Social und Distributed. Das sind so die großen Kategorien, die zurzeit erfasst sind. Und es ist aber nicht gegeben, dass sich diese Kategorien nicht irgendwann mal erweitern und, wie gesagt, neue Features in Programmiersprachen fördern im Normalfall auch neue Design-Patterns zusammen. Das heißt, diese Muster sollte man sich von Zeit zu Zeit ab und zu mal anschauen, um eben dann in bestimmten Situationen sagen zu können, okay, ich habe hier das und das Problem, dafür gibt es eigentlich schon so eine allgemein anerkannte Lösung, da muss ich mal gucken, ob ich sie für mein konkretes Problem vielleicht ein bisschen spezialisieren muss, ein bisschen anpassen muss, aber prinzipiell kann ich erstmal nach diesen Grundgedanken, die dieses Muster vorgibt, eben arbeiten.
Und dann kommen wir auch schon mehr oder weniger zum Punkt, warum möchten wir eigentlich Design-Patterns einsetzen? Sie verhindern eben, dass man als Softwareentwickler, wenn man vor einem bestimmten Problem steht, wo man nicht sofort weiß, wie kann ich das lösen, dass man in diesem Fall immer das Rad ständig neu erfindet. Also, dass man immer Lösungen baut, die vielleicht zu hart gekoppelt sind und vielleicht gibt es eben schon zu einem bestimmten Problem eine Lösung, die man eben über ein bestimmtes Pattern lösen kann. Und wir haben hier jetzt eben neben dem Vorteil, dass wir eigentlich ein bisschen kognitive Last wegnehmen können, wenn wir eben sagen, okay, ich kenne dieses Design-Pattern, damit kann ich dieses Problem hier in meinem Code lösen, wenn ich mich eben an die Vorgaben dieses Musters halte, bekommen wir durch Design-Patterns nebenbei auch eine sehr effektive Art zu kommunizieren. Warum? Wenn mehrere Entwickler einfach einen festen Satz an Design-Patterns kennen, dann können diese ganz einfach jetzt plötzlich über Factories reden oder über Commands oder wenn eine Undo-Redo-Funktionalität implementiert werden soll, dann kann man eben das Memento-Pattern einsetzen. Und dadurch, dass man eben für bestimmte Strukturen, Typstrukturen, die man eben dann verwendet, also eine bestimmte Abstraktion und dann kommen darunter verschiedene Implementierungen, wenn man diese Konstellation von Typen, von Abstraktionen und konkreten Typen eben letztendlich mit einem Namen für ein Designmuster benennt, dann haben wir als Entwickler auch die Möglichkeit, dass wir uns eben darüber effektiv unterhalten. Und ich habe hier unten ein Beispiel, wie jetzt mal aus einem komplett anderen Bereich. Das hier unten ist eben eine sogenannte Zapfenverbindung. Und die wird eben in der Holztechnik von Zimmermännern angewendet. Und was wir hier sehen, ist eben letztendlich bloß, wir haben zwei Holzteile und diese Holzteile werden eben über diese Zapfenverbindung, das ist eben hier oben jetzt einmal diese Nase des linken und oberen Holzteils, die eben hier in den Standbein dieses Tisches wohl geführt wird. Und durch diese Zapfenverbindung werden letztendlich zwei Holzteile miteinander verbunden. Und wir sehen hier, diese Zapfenverbindung sieht etwas anders aus als die hier auf der rechten Seite. Prinzipiell ist das Prinzip dahinter, aber genau das gleiche. Wir möchten zwei Holzteile verbinden und dazu können wir eben beispielsweise eine sogenannte Zapfenverbindung nutzen, die dann eben dafür eingesetzt werden kann. Und genauso ist es für Design-Patterns eben die im Softwareentwicklungsbereich. Wir haben eben hier ein Design-Pattern, das für eine bestimmte Problemstellung eine Lösung vorschlägt. Das ist aber A, kein hartes Gesetz und B, ist sie modifizierbar. Genauso kann eben bei Design-Patterns in unserem Code letztendlich eine gewisse Anpassung vorgenommen werden, sodass wir letztendlich zu einem bisschen anderen Ergebnis kommen, als das vielleicht vom eigentlichen Design-Pattern vorgegeben ist. Aber das grundsätzliche Prinzip dahinter, nämlich wie hier in diesem Fall, dass ich eben zwei Holzteile durch eben solche kleine Nasen verbinde, genau das ist in beiden Fällen eben gleich. Aber prinzipiell sind eben genauso wie die Solid Principles, Design Patterns, keine Notwendigkeit. Also man muss jetzt nicht unbedingt auf sie setzen. Und in manchen Situationen sind sie vielleicht auch gar nicht so angebracht, wenn man eben sehr spezielle Problemstellungen hat, die vielleicht noch von keinem Design Pattern erfasst ist. Dass man dann eben versucht, extra einen Design Pattern überzustülpen, ist natürlich auch nicht dann der Weg, wie man es machen sollte. Aber prinzipiell sind sie einfach mal da, um vielleicht eine grundsätzliche Lösung anzubieten, die man vielleicht für seinen Fall spezialisieren muss. Und für viele Computerprobleme kann man dann einfach sagen, okay, habe ich das Problem, darauf passt eben dieses Design-Pattern, kann ich hier anwenden. Und wenn man seinen Code eben nach vorgegebenen Standards mehr oder weniger strukturiert, fällt es dann auch anderen Programmierern leichter, den Code zu verstehen, den man selber geschrieben hat,
wenn diese eben auch diese Standards kennen. Das ist ja ein bisschen ein Problem in der Softwareentwicklung, vor allen Dingen, wenn man eben im Business-to-Business oder im Business-to-Consumer-Bereich ist. Da, also im Gegensatz zu Automotive oder wenn man eben im Flugzeugbau ist und dort Mikrocontroller entwickelt, da gibt es natürlich sehr harte Vorgaben, wie man bestimmte Software zu entwickeln hat, damit diese auch fehlerfrei funktioniert vor allen Dingen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal eben, wenn man eine stinknormale kleine Server-Applikation aufbauen, es gibt keine gesetzlichen Vorgaben, keine Richtlinien, keine Normen, an die wir uns da unbedingt halten müssen als Softwareentwickler. Ich habe Kollegen, die eben beispielsweise Maschinenbau studiert haben und wenn die dann eben bestimmte Sachen konstruieren müssen, bestimmte Maschinen, dann müssen die sich auch an Vorgaben halten, wie sie eben den Aufbau grundsätzlich eben sozusagen also den Aufbau einer Maschine eben layouten oder was auch immer genau hier eben darstellen müssen. Oder in der Architektur, man muss sich eben beispielsweise an gegebene Bauten, die schon in der Gegend stehen, halten und sich dann eben auch an gesetzliche Vorgaben halten, damit wir eben, was weiß ich, die Statik nicht negativ beeinträchtigen oder dass Auffahrten für Rollstuhlfahrer nicht zu hoch sind und so weiter. Und all diese Vorgaben, diese Einflüsse von außen, wie wir unsere Software zu strukturieren haben, das gibt es in sehr vielen Softwareentwicklungsbereichen eben gar nicht. Und das ist eben der Punkt, auf den ich hinaus will. Diese Prinzipien und Design-Patterns, die wir jetzt eben besprechen, die geben uns zumindest eben ein bisschen Guidance, wie wir unsere Software strukturieren können nach vorgegebenen Mustern. Und in den nächsten Videos werden wir uns eben einzelne Design-Patterns eben genauer ansehen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!